Nori. Die ist heftig jetzt so, ne? Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Hexschatz of Bait und es geht gegen den zweiten Boss, seine Majestät König Gabriel. Und wir haben ja noch so ein Buff. Buffeli Buff Buff. Wir haben zwar schon einmal verloren hier, aber hey. Passiert. Soll vorkommen, habe ich mal gehört, so. Dein Gegner wird zu spielen. Wir haben zweimal fruchtbares Feldknäuel, das ist schon mal gut. Hätten einen behalten. Jo, zwei Aufladungen. Was auch gut ist, wir kriegen schnell Kampfspringer raus. Und zwar auch gleich. Also, wenn wir ein Dings haben. Mal rauspacken. Ich wollte jetzt das erste rauspacken, das ist wichtiger. Konku Bunny, das ist auch. Das ist eine extra Unterklasse der Shinhar. So. Nope. Die kommen unsere tödlichen Todesklinge des Milchauges. Oh ja, okay. Das ist normalerweise auch ein Champion. Okay, da haben beide jetzt getriggert. Grün. Springer. Oh, mehr können wir leider nicht machen. Nächstes Mal kommt der Kommandoturm. Tschüss. Lol. Ich kann den immer noch blocken hier. Erster Schlag. Jetzt, wenn mich das stört. Wusch. Da muss wohl was geblockt werden. Problem, da ist jetzt gerade nichts auf dem Feld bei ihm. Splitter der Eroberung. Wow. Lord Alexander der Mutige. Interessiert mich nicht. Guck mal, hier kommt sogar noch Nori. Tschüss. Sorry, das war ein bisschen zu heftig für ihn. Als nächstes kommt die Rubinmagierin. Yay.
Tier 3. Gegner wird zu spielen. Hand behalten. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt, aber Hand sieht gut aus. Wenn jetzt nicht die ganze Zeit die Splitter kommen würden. Ist halt gut, dass hier schon eine Marke drauf ist. Und dass halt Todesklingen des Milchauges kommen. Okay, ein bisschen früh vielleicht, aber hey. Ein Champion deiner Wahl. Ziel zwei Ketten. Dann soll er zwei Karten ziehen? Ist mir egal. Ich hab voll die geilen Karten gerade hier. Kommandoturm. Nix drauf. Mich Schmach. Schaffe eine Rubin-Aktionskarte und nimm sie auf die Hand. Zerstöre alle gegnerischen Artefakte. Oh, toll. Kommandoturm. Interessiert mich erstmal nicht. Ich habe nämlich Wildwuchs. Das kann ich, weiß ich, hier auf irgendeine Karte spielen. Da sollte mal was kommen. Du hast nach diesem Zug einen zusätzlichen. Schicke diese Aktion in die Leere. War jetzt nichts Schlimmes. Füge einem Champion oder einer hinter deinem Wald drei Schaden zu und du erhältst eine Aufladung. Wow. Füge einem Champion oder einer, ist auch egal. Also zwei da mehr. Das ist so. Interessiert mich alles nicht. Da muss ich noch nicht mal den Felsbrocken-Ding unbedingt spielen. Ich habe einfach zu viele Lebenspunkte. Ist da mal was passiert? Sie. Okay. Wow. Das Skill. Nochmal Karten ziehen. Fliegende 03er. Wow.
Block da, klar muss er ja. Sonst wäre da ein bisschen Ende gewesen. Wenn diese Karte stirbt, verwandle sie in ein Orakelgesang und nimmt sie auf die Hand. Nochmal einäschern. Sagst du jetzt? Wow, die wird zu verbrennen. Nori. Die ist heftig jetzt so, ne? Blutrote Reinheit. Komm, ich will gar nicht lesen. Ich will es eigentlich nur noch zu Ende bringen. Die lassen wir mal, die wird sonst nur geblockt. Wobei, jetzt hat sie den ersten Schlag. Tschüss. Minus eins. Voll der krasse Shit. Gold. Asche des Hexenturms. Andersrum. Hexe des Aschenturms. Okay. Zuerst spielen. Behalten. Auch wenn wir erstmal nur Blutsplitter haben. Dafür habe ich super Ausrüstung. Champions können keine Lebenspunkte erhalten. Ist auch gut, ey. Und füge jedem Champion einen Schaden zu. Ist ja eigentlich schon so der Tod, ne? Weil der Blutträger nämlich der nichts bringt. Aber man muss dazu sagen, füge jedem Champion einen Schaden zu, ne? Ist dieselbe ja auch gemeint. Green. Machen Sie es mal so.
Fähigkeit wird nicht mal eingesetzt. Sieht selber ein, dass es Quatsch ist. Für Nori und dem der anderen Karte, das ist hier gut. Hier, wie heißt das Ding nochmal? Fruchtbare Fellknäuel, genau. Gut, dass ich das hier nachgucken kann. Kommt hier noch was? Okay. Gerade ist so geil. Okay. Nee. Damit kann man auch gut blocken. Tschüss. Ja, toll, lebt er noch. Jetzt nicht mehr. Aber bei ihm lebt ja auch nichts mehr, Aicho. Oder ihr, die Hexe. Viel zu viel Text. Gleiche Karte mit viel zu viel Text. Lol. Okay. Gut, wir haben ja auch nur noch 16. Und jetzt 12. Hier ist gerade eine echt eine tote Karte, weil wir die nicht ausspielen können. Kennen wir schon. Grün. Lol. Ja, minus 3. Läuft. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen, ne? Champion besiegt. Und noch zwei weitere. So kann es weitergehen. Dann werden wir beim nächsten Mal den unheimlichen Phantast besiegen, hoffentlich. Und wahrscheinlich noch weitere. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr keinen Part verpasst wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und ihr könnt auch gerne einen Kommentar für Anregungen hinterlassen. Ja, unten so. Bis dann und ciao, ciao.